Boom Sap. Ja, meine Lieben, und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen. Endlich kann ich es ja mal sagen, zu einem neuen Wimmelbild-Abenteuer. Ja, lange, lange ist es her. Also, wenn man jetzt natürlich auf meinem Kanal geht und jetzt die Playlist öffnet, dann sind da natürlich, ich sag jetzt in Anführungsstrichen, nur zwei Projekte dazwischen, nämlich Jungle vs. Droll und Octopath Traveler, aber zeitlich hat sich das jetzt hingezogen, zumindest Octopath Traveler. Und ja, was ich natürlich am Ende nach dem Kampf von Gardera bei Octopath Traveler noch vergessen hatte zu erwähnen, war halt, ich wollte ja normalerweise namentlich noch ein einziges Mal den Bernie nochmal erwähnen, weil das ja sein zweites, aber somit auch sein allerletztes Wunsch-Let's Play war. Denn er und ich, wir haben uns ja zerstritten, wobei er natürlich angefangen hatte damit. Und naja, dadurch ist das natürlich ein bisschen eskaliert auf Discord und da haben er und ich einfach gesagt, okay, gut, jeder geht seinen eigenen Weg jetzt auf YouTube und besser ist es auch. Und seitdem ich jetzt auch keinen Kontakt mehr zu ihm habe, fühle ich mich halt auch tausendmal besser. Und ich werde natürlich auch ab jetzt, das war jetzt wie gesagt nur die einzige Ausnahme, dass ich ihn einmal noch namentlich erwähnt habe. Das wollte ich, wie gesagt, im letzten Part von Octopath Traveler nochmal erwähnt haben, aber naja, ich habe es irgendwie nach dem Kampf von Gardera, weil der sich hingezogen hat wie Kaugummi, der Kampf, habe ich das irgendwie total vergessen und da ist es untergetaucht, das Thema. Und was ich bei Part 140 bzw. bei Part 141 bei Octopath Traveler auch noch vergessen hatte zu erwähnen, wo ich jetzt ein bisschen Dampf abgelassen hatte gegen Bernie, da an dem Tag war ich auch mächtig sauer auf ihn, war halt, dass, also ich habe ja dort erwähnt gehabt, dass ich jetzt alle geplanten Together Let's Play Projekte mit ihm gestrichen habe. Ich will auch gar nicht mehr mit ihm irgendein Together Let's Play mehr machen. Was ich zusätzlich anschließend noch vergessen hatte, war halt folgendes. Er und ich, wir hatten eigentlich noch ein sogenanntes Parallel-Let's Play geplant gehabt zu Let's Play, nämlich die komplette Dark Parables Spielreihe vom 1. bis zum 16. Teil. Aber da wir jetzt natürlich getrennte Wege gehen, ist das sogenannte Parallel-Let's Play zu der Dark Parables-Spielreihe natürlich auch gestrichen. Also Gratulation an dich, Bernie, wenn du dir das jetzt anhören solltest. Gratulation, dass du das geschafft hast, dass du sämtliches bei mir verkackt hast. Hut ab dafür. Und ansonsten, wie gesagt, ich werde dann die Dark Parables, also ich hatte sowieso geplant gehabt, die Dark Parables Spielreihe früher oder später auch noch zu Let's Playen. Ich werde das dann ganz normal dann Let's Playen, die Dark Parables Spielreihe. Und ansonsten, wie gesagt, das wollte ich jetzt noch kurz erwähnt haben, was ich jetzt gemacht habe. Und ab sofort, ab jetzt in reiner Zukunft werde ich jetzt seinen Namen nie wieder an irgendwelchen Let's Play Projekten bei mir noch einmal erwähnen. Er hat es nämlich in meinen Augen überhaupt gar nicht verdient. Und ansonsten, wie gesagt, heiße ich euch jetzt herzlich willkommen zu Drachenkind, das vergessene Vermächtnis. Und nein, ich klicke jetzt nicht mit Absicht hier auf weitere Spiele, weil sonst öffnet sich nämlich automatisch der Internetbrowser. Und das muss er jetzt nicht sein. Genau, ja,
man kann es sich ja vielleicht auch schon vorstellen, es handelt sich natürlich auch um Drachen hier in dem Wimmelbildspiel, was ich total super finde. Ich liebe Drachen, ich bin ein riesiger Drachenfan. Und deswegen liebe ich nämlich auch unter anderem Todesschwinge, also Deathwing, im Warcraft-Universum bzw. bei Heroes of the Storm. Da ist er nämlich ja auch seit 2019 nämlich auch erschienen, Deathwing. Also zu Deutsch Todesschwinge, und der ist richtig geil, ey, in Heroes of the Storm. Aber genug davon geredet, jetzt wimmeln wir endlich nach fast, ja, wie lange ist jetzt die Pause her? Ungefähr ein Jahr, ja, seitdem ich, wie gesagt, mit Octopath Traveler angefangen hatte, und davon natürlich Jungle vs. Droids Let's Play hatte für euch, habe ich da ja schon eine verdammt lange Wimmelbett-Spielpause eingelegt. Aber da ich ja jetzt endlich das Mammutprojekt abgeschlossen habe, geht's endlich wieder weiter mit den Wimmelbildspielen. Und jetzt habe ich wieder mich totgequatscht und jetzt legen wir einfach mal los. Ich werde das Ganze natürlich auf angenehm, also auf Anfänger spielen und Spiel starten. Oh, süß. Oh no, my toy dragon! Could you fix it for me, Mother? Please, I promise I'll go straight to Ben once it's fixed. Nein, ich brauche keine Erklärung. Danke, Spiel. Mein Sohn Tevin, also oh, der Text geht wieder automatisch weg. Ja. Okay, ihr könnt es pausieren und das in Ruhe durchlesen. Ich kann es jetzt nicht. So, da das natürlich eine Standard-Edition ist, gibt es hier natürlich auch keine Sammelobjekte und auch kein Bonuskapitel, sondern halt nur die Hauptstory an sich. Mommy, my toy's broken. Can you fix it? Mit Sicherheit kann ich das. Mein kleiner Schlingel, solange der Drache nicht repariert ist, wird er nicht schlafen gehen. Wo sind denn meine Werkzeuge? Ja, die sind bestimmt irgendwo hier. Ah, und wir haben hier sofort ein Wimmelbild. Okay, ohne dass es gefunkelt hat. Okay. Was brauchen wir denn? Sonne, Seepferdchen, Plüschdrache, Fäustlinge, Schraubenzieher, Eule, Koboldflöte, Beutel, Dorfmodell, Krone und eine Schneekugel. Natürlich, die Gegenstände, die so gelblich markiert sind, da müssen wir natürlich was machen. Das heißt natürlich mit anderen Worten, ja, ich muss mal gucken, wo was jetzt ist. Ah ja, okay, wir müssen auch hier Sachen freischalten oder anklicken. Mhm, okay, 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 okay. Ja, du kommst dahin. Du kommst dahin. So. Ah, wir können das Regal wenden. Cool. Okay. Eine Sonne. Ich glaube, ich gehe nach der Reihenfolge erstmal. Hm, wo ist denn hier die Sonne? Bin ich blind? Ist das hier vielleicht die Sonne? Nee. Aber, ach, da ist die Sonne. Seepferdchen haben wir dort. Fäustlinge. Nee, die sind nicht im Regal, die Fäustlinge. Okay. Die Meldung, die kann ruhig da verschwinden. Da muss ich doch irgendwie was machen. Eine Flöte, ja, die ist da. Eine Krone. Wo haben wir denn dich, Krone? Ah, mit Nadelfallen muss ich dich bestimmt reparieren. Oder ich brauche erstmal den Knopf.
genau, okay. Okay, oder ich nehme, oder ich mache doch alles durcheinander. Krone. Das wird wohl der Kobold sein. Jawohl. Ein Beutel. Da ist die Schneekugel auf jeden Fall. Da ist die Eule. Da ist der Beutel. Da haben wir das Dorfmodell. Aber wo sind die Fäustlinge? Ach da, auf dem Tisch. Und ein Schraubenzieher. Da. Und wir bekommen den Schraubenzieher. Alles klar. Sonst kann ich hier erstmal nichts machen. Es ist eine schöne Nacht. Der Mond scheint so hell. Oh ja, das sieht wirklich wunderschön aus. Okay, dann reparieren wir mal... Mommy, my toy's broken. Can you fix it? Tevins Spielzeugdrache. Mom? Gar nicht gut. Fliehe aus der Werkstatt und jage dem Drachen hinterher. Zeichnung. Werden wir je wieder so glücklich sein? Oh, mein armes Kind. Ich muss dich einfach finden. Ja, sonst kann ich ja nichts machen. Da fehlt was. Ich brauche die Dinge aus diesem Kästchen. Wo ist denn der Knauf? Kann ich hier so irgendwas machen? Oh, da fliegt der Drache jetzt weg. Oh nein, der Drache fliegt mit Tevin über den schwarzen Forst. Ja. Das ist mein Ausweg, aber springen wäre zu gefährlich. Was du nicht sagst. Da haben wir doch den Knauf. Oha. Ach hier, beim Fragezeichen. Ich habe das Kästchen abgeschossen, um uns vor Dieben zu schützen. Wird mir nun meine Vorsicht zum Verhängnis? Verändere die drei Teile des Schlosses, bis sich das richtige Bild ergibt. Hinweis, du hast eine Zeichnung davon angefertigt. Okay, jetzt muss ich ganz genau hingucken. Aha. Oh Gott. Ach so, ja, nee, dann ist es ja doch nicht so schwer. So, das war's ja schon. Ach Gottchen, es geht ja jetzt noch weiter. Wähle zwei Zahnräder aus, um sie zu vertauschen. Jedenfalls schau dir die Zahlen an und vergleiche sie mit dem Design der Zahnräder. Aha. Mit dem Design. Aha. Okay, ich vermute mal, wenn die sich drehen, dann wird es wohl richtig sein. Hoffe ich doch zumindest. Ja, gut. Okay, das war nicht schwer. Eine Feder. Und ein Seil. Ja. Ja, dann können wir doch jetzt hier hoffentlich abhauen. Jo. Haltet durch, Tevin, ich komme. Das war eine schöne Bruchlandung. Folge Tevin und dem Drachen.